Hallo, Hallöchen. Wir sind beim 11. Dezember 2019 und schön, dass du da bist. Ja, wir wollen wissen, was astrologisch für alle Sternzeichen am 11.12. so drin ist. Es ist ernsthaft in der Liebe heute. Ja, und man überlegt vernunftsmäßig, was in der Liebe nötig ist, was man tun soll, wie die Liebe so angegangen werden soll. Das ist nicht schlecht. Erdenergie in dem Bereich ist nicht schlecht. Wir haben ja auch Jupiter im Steinbock mittlerweile. Man kann Dinge heute gemeinsam mit aller Ernsthaftigkeit in Beziehungen, also auch Freundschaften natürlich, Familie, entscheiden. Am Abend, ja, spätabends so, ja, kann es so ein bisschen sein, dass man sich aufgrund von, ja, Enttäuschungen oder irgendwelchen Dingen, die nicht so klappen, wie man sich das vorgestellt hat, dass man vielleicht eine schlechte Nachricht bekommt oder irgendwas, dass man sich da so in andere Dinge verzieht, weil man der Realität nicht so ins Auge blicken möchte. Also man verkrümelt sich abends gerne mal. Also das sei jetzt mal so gesagt, wenn das, ja, ich sag mal, etwas ist, was man am Abend natürlich auch nicht mehr ändern kann. Vielleicht man bekommt eine Nachricht, Kollege ist krank zum Beispiel oder so und man muss länger arbeiten oder irgendwas in der Richtung. Nicht schlimm, das wird auch morgen wieder anders werden. Auch solche Sachen gehen vorbei. Also kein Stress, man kann ja sich ein bisschen ablenken abends. Das sind so die Aussichten für den Mittwoch und wir schauen jetzt mal für jedes Sternzeichen, was der Adventskalender so bringt. Hallo mein lieber Wassermann, wir sind beim 11. Dezember, Mittwoch und wollen schauen, was haben wir für dich? Wir haben das dritte Augechakra. Ja, mit dem Herzen sieht man besser und mit dem dritten Auge sieht man auch die Dinge, die andere nicht wahrnehmen. Das ist ja so ein bisschen durch die äußere Hülle schauen oder ja, durch den Schein, ja, so ein bisschen die Dinge durchschauen tatsächlich. Dann haben wir hier Erfolg. Es wartet ein Erfolg auf dich heute, den solltest du natürlich gebührend feiern. Vielleicht spürst du es auch schon, hast so eine Vorahnung. Die Engelkarte für dich lautet kontinuierlicher Fortschritt. Wir zollen dir Anerkennung für deine fortwährenden erfolgreichen Bemühungen, deine täglichen Aktivitäten mit Liebe zu erfüllen. Wir sehen deutlich die Beiträge, mit denen du die Welt durch Gedanken, Gefühle und dein liebevolles Handeln bereicherst. So, und die Lenormand-Karte dazu ist die Sense. Wir haben ja gehört, dass heute vielleicht auch die ein oder andere Enttäuschung kommt. Lass dich davon nicht beirren, ja. Deine liebevolle Energie, dein durch die Dinge blicken, führt dich weiter, führt dich darüber hinaus und du weißt, dass die Dinge sich auch verbessern lassen durch dein eigenes Zutun. Und wenn du das kannst, solltest du das unbedingt auch, ja, machen. Mein lieber Wassermann, ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns morgen, wenn du magst. Thank you.